Guten Abend hier im Kino des Deutschen Filmmuseums Frankfurt. Mein Name ist Christian Petzold. Ich bin hier Gastgeber einer Carte Blanche. Ich durfte 10 Filme auswählen. Und das ist immer sehr, sehr schön, 10 Filme auszuwählen. Und ich habe einfach gedacht, Liebesfilme, es ist November, es ist kalt, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf irgendwas anderes. Ich möchte jetzt mich an dem Schicksal anderer wärmen. Und mir fielen dann sehr viele Filme ein und die 10 waren die ersten, die ich aufgeschrieben habe und dabei blieb es. Ich habe hier keine Hitparade oder sowas veranstaltet. Aber trotzdem ist dabei natürlich Partie de Campagne von Jean Renoir, der jetzt gleich kommt. Das ist vielleicht mein Lieblingsfilm. Es gibt ja immer diese blöden Fragen, welchen Film würden Sie mit auf eine Insel nehmen? Ich glaube, das wäre Partie de Campagne, obwohl es gar nicht, noch nicht mal ein Abendfilmer-Film ist. Ich glaube, der hat nur 60, 65 Minuten. Er ist vor dem Zweiten Weltkrieg gedreht und nicht beendet worden. Die Schlussszenen sind erst nach Beendigung des Krieges gedreht worden. Also zwischen Anfang und Ende des Films liegt ein Krieg. Und zwischen Anfang und Ende des Films liegt eine Liebessehnsucht, die nicht erfüllt wird. Und das geht in diesem wunderbaren Film zusammen. Am Ende dieses Films glaube ich, obwohl ich großspurig gesagt habe, das ist mein Lieblingsfilm, gibt es immer eine blinde Stelle, schaut sie zum Schluss in die Kamera oder nicht, ich weiß es bis heute nicht. Und müsste es wieder überprüfen und wüsste es übermorgen schon wieder nicht, ob das so stimmt. Aber der Kamerablick, der Blick in die Kamera, ist ja etwas, was es in der Geschichte des Kinos manchmal gibt in fantastischen Momenten und manchmal von Scharlatanen kopiert wird und nicht funktioniert. In diesem Film gibt es einen Blick am Ende, der korrespondiert mit dem Blick, den Monika in Bergmanns Mein Sommer mit Monika uns am Ende zuwirft, unter dem Blick, den Jean-Pierre Léaud uns in dem Truffaut-Film Sie küssten und sie schlugen ihn uns zuwirft. Das ist der Blick, der sagt, was wollt ihr denn? Ja, wie wollt ihr hier ein Urteil über mich fällen? Ne? Und ich muss hier alleine klarkommen. So ähnlich ist, sowas ist in diesem Blick drin. Das ist nicht nur Empörung, sondern auch eine Selbstermächtigung, die mir von den Figuren gefällt. Und die Traurigkeit des letzten Blickes in Partie de Campagne ist für mich der erste Blick in die Kamera der Kinogeschichte, der mich immer noch trifft. Ich wünsche alles Gute in den nächsten 60 Minuten mit Partie de Campagne von Jean Renoir.